Trainingstag, Torvorlagen. Hallo Gentlemen, heute arbeiten wir daran, den Ball laufen zu lassen. Pass auf, das machen wir heute mal wieder. Schau mal, ob ich da was reisen kann. Mal dahin. Ja. Vielleicht. Ach so, bin ich wieder. Aha, okay. Alles klar. Sorry. Oh. Nee, reicht mir. Hohe Steilpässe. Schau mal. Boah, Vollspann reingemacht, das Ding. Boah. Schade. Aha. Haha, schade. Wollte ich einen Lupfer machen? Oh, was ist, warum macht er da nicht? Achso, weil er im Abseits steht, okay. Alles klar. Ist ja doof. Echt jetzt? So knapp. Was gibt's da an C? Naja, passt. Wollen wir uns nicht länger dran aufhalten. Ich denke mal, die Simulation hätte es auch nicht viel, viel besser gemacht. Das war's für heute. Drum. Okay, passt. Passt. Gegen Palace. Schauen wir mal, ob wir da endlich seine Karriere noch retten können. Aber ich denke schon. Irgendwie mit ein bisschen Glück. Herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wir sind zu Gast in einer starken, wenn nicht der stärksten Liga in Europa. So ist das. Es gibt Premier League Fußball zu sehen. Ich jedenfalls verspreche mir einiges. Williams. Heute heißt es also Bournemouth gegen Crystal Palace. So. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Da haben wir die Startaufstellung von Crystal Palace. Kurz noch der Blick auf die Formationen. Bei Ihnen sehen wir heute ein 5-4-1. Im Mittelfeld sind Sie da in der Raute angeordnet. Ein Defensiver und dann da vorne drin dieser klassische Zehner. Ah. Hey. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Natürlich für mich. Smith. Philipp Bernhard. Au. Klasse Technik. Townsend. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Wolf. Jawohl. Beide haben innerhalb ihrer Mannschaft ein ganz besonderes Standing. Oh. Oh, und den Freistoß können sie jetzt direkt. Da hat er mich aber. Ja. Er sieht die gelbe Karte so früh im also, Spiel. Nicht Minimum, gleich, Minimum die gelbe Karte. Aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. So, jetzt wäre natürlich geil, mit Williams ein Tor zu machen. Aber Szene ist noch nicht vorbei. Oh, 11. Es gibt Strafstoß. Ja, 11 Meter. Hoffentlich schießt das jetzt der Williams. Wäre natürlich mega geil. Jetzt müssen wir mal gucken, was denn da passiert. Ah, Hand, ja, ne? Aus seiner Sicht war dieses Foul ganz hart an der Grenze. Das zeigt er am Spielfeld ganz deutlich, ich lasse den was Fall er von da dieser Aktion drin. Hält. Oh. Klasse, da hat er geahnt, wo der Ball hingeht. Unglaublich. Unglaublich, wie er das geahnt hat. Punch-on. Ja, ist halt das manchmal so, ne? Könnte eine Gelegenheit werden. Oh. 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 Toller Pass. Ach, jetzt Scheiße. Wird's gefährlich. Und Tor, den macht er, aber es war auch ein bisschen Glück
Ah, verdammt, 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 verdammt. Okay, das muss ich mir gar nicht nochmal anschauen. So. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Hey. So, aha. So, jetzt einfach nicht nochmal so ein. Van Aanholt. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Hey. Schussversuch. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da so, kommen sie doch noch zur Stelle. Arthur. Der Angriff könnte was werden. Schade. Da stand der Assistent gut. Abseits. So, jetzt wollen wir das Ding da vorne rein. Er stand gut und pfeift Freistoß wegen Handspiel. Ach, komm schon. Handspiel, wie langweilig. Nein. Benteke. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und Williams. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ach, komm schon. Townsend. Van Aanholt. Oh, oh. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Ach, Vorteil. Ball kommt rein. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Das ist die gelbe Karte. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Also es sind fünf Leute. Szene geht weiter. Er ist da und kann den Ball hier klären. Hey. Puncher. Match. Gibt's ja gar nicht. Schlechtes Timing, ja, ja. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Ach, unglaublich. 1910 wurde es eröffnet hier in Bournemouth, das Vitality Stadium. Und seither trägt der AFC Bournemouth hier seine Heimspiele aus. Und während das Stadion selbst nur so vor Tradition strotzt, sieht's beim Namen doch ein bisschen anders aus. Vitality Stadium heißt es erst seit 2015. Das gibt es ja. Davor gab es immer etliche Namenswechsel. Bisschen zu sehr gezupft. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt die Flanke. Ah, vielleicht geht da noch was. Uff. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, so richtig. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Philipp Bernhard. Jermaine Defoe. Oh. Und zur Pause. Nach dem Pfiff noch mal zum Fall gebracht. Alle Chancen, es steht aber 1-0. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nur mal. Okay. Jetzt müssen wir noch ein bisschen besser werden hier. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Oh. Puncher. Ich wollte sagen, jetzt sagt er gerade ein schlechtes Timing. Benteke. Tolles Zuspiel. Oh, ja. Klasse! Ja, gut gemacht. Ach, Flanke kommt. Kacke. Kein Tor, der Torhüter ist da. Jawohl. Jetzt müssen sie aufpassen. Pew. Bournemouth versucht über die Seite. Er kann ihn reinbringen. Danny Williams. Ach. Boah, was für eine Chance. Aber du kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Dann habe ich wirklich nur kurz gedrückt. Echt ganz kurz habe ich da nur gedrückt. Wieder reinzukommen in dieses Spiel. Aber kein Tor und er kann es überhaupt nicht glauben. Ja. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Komm schon. Ja. Komm. Arthur. Jetzt müssen Sie aufpassen.
Ach, ich schlecht. Ich so schlecht. Hey. Naja. Benteke. Komm schon. Benteke. Townsend. Gibt's denn das? Heiler. Schön gehalten. Komm schon jetzt. Los. Jungs. Jetzt vielleicht Danny Williams. Jermaine Defoe. Ah. Komm. Da geht er dazwischen. Ah. Komm schon. Match. Oh. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Da kriegt er bestimmt noch eine Karte. Townsend. Benteke, sehr ungewohnt, fordert den Ball weit hinter der Spitze. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh. Jetzt ist die Kugel weg. Was mache ich denn nur? Wird das jetzt gefährlich? Ja, das wird gefährlich. Hereingabe, Christian Benteke. Klasse Aktion, Island, super Kopfball, aber noch besser gehalten. Ein neuer Nein. Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Komm schon. Alles noch offen. Schaffen wir. Jetzt kommt die Ecke. Der Keeper schnappt Jawohl. Sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Ruhig, ruhig. Ruhig. Hi. Panchian. Christian Benteke. Harter. Daniels. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jetzt wird's gefährlich. Ecke. Eckstoß also. Komm schon. So, Ecke kommt. Ah. Schießt er ihn rein. Ah. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Ja, okay, war schlecht. Schlecht gemacht, ja. Komm schon. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Williams. Jetzt schießt er. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war nicht gut genau gemacht. War nicht gut gemacht. Hart. War gar nichts. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Saha. Da holt er den Ball zurück. Oh. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Begovic. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich. Und jetzt die Chance. Ach. Der Keeper hält sein Team hier am Leben. Ein Tor ist ja aufzuholen. Und durch diese Rettungstat können sie noch das Tor aufholen, wenn die dann aber eher noch eins machen. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. So, komm jetzt, vor. Hopp, 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 hopp. Los. Der Ball soll lang gespielt werden. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Er macht also genau das Richtige. Townsend. Ja, schon in der Nachspielzeit. Eieiei. So. Ah. Aus, vorbei. Schade. Das Spiel ist zu Ende. Das nervt ein das bisschen. War's. Aber ja, das ist so. Ich weiß nicht, ob heute mehr drin war. Es hat eben am Ende nicht gereicht. Wir können natürlich nicht jedes Spiel gewinnen. Wäre auch ehrlich gesagt kurios, wenn ich jedes Spiel gewinnen würde. Also, wie im richtigen Leben gibt es halt auch mal eine Niederlage. Und die haben wir jetzt mal eingefahren, ja. Schade, schade. Ja, du? Ist so, ist so. Ja, immerhin auch 2,8 Millionen wert. Ne? Oh, wir haben Attribute zu vergeben, sehe ich gerade. Das machen wir natürlich noch. Soll da wieder erhöht werden? Ja. Achso, und dann haben wir hier noch Vorbereiter, genau. So. Zack. Trainingstag.
Überspringen wir wieder ganz, ganz schnell. Jetzt kommt das Dribbling. Wir brauchen perfekte Grundlagen. Sieht aus. Hätte besser ausfallen können. Aber das ja. Das sah ehrlich gesagt. Damit halten wir uns nicht auf. Stoke. Schade, dass jetzt gerade kein bisschen Geschiss bekommt. Quasi, also ein bisschen, er bekommt seine Chance und ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht. Das ist keine leichte Aufgabe. Spielen. ...8-0, okay, da müssen wir ja ein Tor schießen, sonst, ja. ...1-1. In der 60. Daniels. Philipp Bernhard. Das könnte gefährlich werden. Schade. Da steht die Abwehr sicher. Au. Ireland. Williams. Abgefangen, gut gemacht. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Hey. Oh mein Gott. Das war Gott. Einfach. Und er hat ja. Den Ball. Unglaublich. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Ach du Scheiße. Da pfeift der Freistoß. Was? Was denn? Gleich wird hier ausgewechselt. Komm schon. Mamdiouf. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Ey. Noch sind hier 20 Minuten. Also verstehe ich die Abspiele ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich in die richtige Richtung drücke. Super. Dass er nachher ganz, ganz woanders hinspielt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nein, wird keine Gelegenheit. Siehst du? Da kann er ihn stoppen. Williams. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Peters. Ah, da war er zu langsam. Zu langsam. Und das gibt Einwurf. Der Ball im Aus. Wenigstens für mich. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Oh, links, ja. Alter, ist das schnell. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Glenn Johnson. Wichtiges Tackling hier. Pugh. Williams. Da geht er dazwischen. Zuma. Glenn Johnson. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben hat. Wow. Ecke jetzt also. Vielleicht die Chance auf das den Treffer. Das war ein schlechter Versuch, ehrlich gesagt. Wird aber hier jetzt einen Wechsel geben. Ja. Das ist natürlich gar nichts. Die Ecke kommt. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Komm, schon wieder 81. Minute. Unglaublich. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Wird das eine Torchance? Super dazwischen gegangen. Jermaine Defoe. Jetzt die Möglichkeit. Tolle Parade. Boah, das war eine Riesenchance. Und sie hätten das Spiel hier wohl schon entscheiden können. So bleibt es aber erstmal spannend. Ja. Jetzt kommt die Ecke. Ah, da können sie nicht entscheidend klären. Was soll ich denn da nur sagen? So, Mann. Den Ball spielt er raus. Klasse Aktion. Ah, oh, da läuft er vorbei. Komm, mach doch einen Abseitsfall. Jetzt war's auf Außen für Stoke. Jetzt eine gute Flanke. Einwurf jetzt. Glenn Johnson. Was ein Kampf. Die letzten Minuten brechen an und beide Teams können das hier noch gewinnen. Ibrahim Afellay. Komm. Hey. Flanke kommt ganz weit. Ganz stark gelöst. Ach du Scheiße. Bojan.
Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Und er pfeift abseits. Das wäre wohl direkt meine Schuld gewesen, aber... Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier nochmal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. Geht hier noch was? Können sie das Spiel noch gewinnen? Die Fans glauben dran. Es wird nochmal laut. Was? Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Ach komm schon. Ah, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung verdammt, gewesen sein. Verdammt. Komm schon. Sieht wieder nicht gut aus. Goslin. Das könnte die Chance werden. Unglaublich. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Ah. Der Abpfiff und das Spiel endet unentschieden. Enge Kiste. Ah, ich glaube, da bin ich nicht Ende, so. Schluss. Unentschieden. Kein Team hatte für mich hier entscheidende Vorteile. Also das Ergebnis nicht so auf Williams seiner Glanzseite. Und dass er das Ding dann noch rumreißt. Verdammt, schade, schade, aber ja, wieder. Zweite Mal in Folge, geloost. Ist halt so. Ist halt so. Der Danny. Aber da habe ich wieder ein Attribut zum Vergeben bekommen. Das setzen wir natürlich gerade noch rein. Logisch. Ach, das Training. Komm. Die Besten, lasst uns am Passspiel arbeiten. Simulieren. Lies die Bewegung des Passempfängers und spielt harte Pässe. Naja. Das war ziemlich hart. Besser wie gar nichts. So, schauen wir mal, gegen wen geht's als nächstes los? Das interessiert uns. Und zwar. Oh, Chelsea. Okay, hab ich mal gespannt, was wir da reisen können. Danny Williams soll es jetzt richten. Er bekommt seine Chance und ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht. Das ist keine leichte Aufgabe. Zwei Chancen ausholen, okay. Gut. Puh. Oh, winterliche Verhältnisse. Daniels. Da hey. Holt er den Ball zurück. Also. Ein guter Doppelpass. Marcos Alonso. Fabregas jetzt. Weg ist der Ball. Ey. Also ich bin echt, was es angeht, gibt's ja gar nicht. Gibt's nicht jetzt schlecht. Die Gelegenheit. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Danny Williams. Arthur. Er spielt den Pass auf den Flügel. Arthur. Defoe. Cesc Fabregas. Nee. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Also das gibt's ja gar nicht. Jetzt vielleicht Danny Williams. Kommt jetzt die Flanke? Jetzt die Flanke. Oh, Elfmeter. Elfmeter. Was gab's denn da? Hand oder was? Oh, das war Vollhand. So, ich schieße wieder mit ist eine Hilfe. Boah. Nein, da war der Torwart da und hat ihn ganz stark. Ibe. Oh. Es gibt einen Eckball. War noch dran. Abgefälscht.
Er zeigt ihn. Das Spiel ist unterbrochen. Chelsea bekommt Freistoß. Warum? Was war? Nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jermaine Defoe. Arthur. Wird's jetzt gefährlich? Conte. Eins zu viel. Hä? Es muss mehr kommen von den Blues. Sie wollen es mit langen Bällen versuchen. Jetzt soll es also die langen Bälle in den Strafraum bringen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie damit Erfolg haben. Unglaublich, ja. So. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten, Zack, Spannung pur. Jetzt Williams. Das könnte gefährlich werden. Da versucht Williams. Ah. Keine schlechte Chance. Genau, nicht nachlassen, sagt er, genau. Da sind nicht mehr drin gewesen. Werden, folgerichtig, jetzt der Wechsel. Marcos Alonso. Jetzt Fabregas am Ball. Und jetzt also Chelsea. So langsam wird es gefährlich. Die Defensive steht. Fängt diesen Ball ab. Schlecht. Marcos Alonso. Nun Diego Costa. Das ist es vielleicht. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Keine Zeit mehr zum Schussspiel. Jetzt muss die Brechstange raus. Wir führen zwar, aber ich hätte wirklich gerne noch. Hoch und weit bringen, in der Hoffnung, dass sie doch noch eine Chance erhalten. Ich hätte gerne noch ein Tor. Und das ist der Ballverlust. Jetzt ist Platz für den Konter. Danny Williams! So wird das nichts mit dem Tor. Ja, ich wusste schon, dass das eher nichts wird, aber ich dachte. Und Ecke. Ja. So, Ecke, Schuss! Oh. Gute Parade. Oh. Und jetzt ist. Da kommt er dran. Gute Aktion. Was ist das denn? Gar keine schlechte Gelegenheit eben. Sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Schlechte Hereingabe. Bleibt hängen. 4 Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Er versucht's. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super dazwischen gegangen. Sehr guter Einsatz. Und jetzt die Chance. Ja. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Wunderbar. Und ein weiteres Tor. Und auch das war zwar leider nicht mit Danny, mit dem hätte ich es natürlich lieber gemacht, aber der hat sich irgendwie das immer so stark mit dem Innenriss gemacht. Nach außen gestellt. Schade. Ja. Mit Gefühl und Technik. Also jetzt aber das Ding wenigstens schon mal sicher. 3-1. Und das war's. Das Spiel ist und das beendet. War's auch schon. Sie holen sich den Sieg heute. Dein Fazit, Buschi? Ja, für mich das passende Ergebnis. Sie haben eine gute Leistung abgerufen und waren einfach besser als der Gegner. Aber leider nicht. Der Williams ein Tor gemacht. Schade. Und auch da wieder. Nicht wirklich was erreicht, aber schauen wir mal. Ob es am Ende reicht, zum dass ich in der Mannschaft bleibe und meine Karriere auch fortsetzen kann. Ja. Naja, mein Wert ist geringfügig gestiegen. Ja, ist schon. Das bedeutet mir schon was. Das passt. Training, immer wieder Training. Okay, heute Morgen arbeiten wir an den Distanzschüssen. Kraft und Präzision außerhalb des 16ers. Los, lass das krachen. Beides mal C, mein Gott, natürlich nicht so. Einige Waffen.